Johann Wilhelm Trollmann wurde am 27. Dezember 1907 in Wilsche bei Grifhorn geboren und starb 1944 in Wittenberg, Brandenburg, im KZ Neuengamme. Er hatte eine deutsche Nationalität und war Boxer. Sein Spitzname Rukeli hieß übersetzt Bäumchen, da er einem gerade gewachsenen, schönen Baum ähnelte. Trollmann wuchs in der Altstadt von Hannover auf, wo er mit 8 Geschwistern lebte. Schon früh erkannte man sein Talent zum Boxen. Das erste Mal im Ring war er dann mit 8 Jahren. Später gewann er die norddeutsche Boxmeisterschaft und wurde Mitglied des BC Heroes Eintracht Hannover. Noch in jungen Jahren gewann Trollmann 4-mal die Regionalmeisterschaft, 1-mal den norddeutschen Meistertitel und war Teilnehmer an der deutschen Amateurmeisterschaft. Am 9. Juni 1933 kämpfte Trollmann mit etwa 20 Jahren gegen seinen Gegner Adolf Witt, welcher als stärker galt. Witt war jedoch träger als Trollmann und mit seiner tänzelnden Taktik war Trollmann im Vorteil. Seine Art zu kämpfen erinnerte an die von Muhammad Ali, denn er ist immer in Bewegung und schlägt gezielt zu, um den Gegner langsam zu schwächen. Trollmann Rukeli besiegte Witt im Ring, jedoch ließ man das aber nicht werten und rief ein Unentschieden aus. Denn die NS-Leute konnten es nicht zulassen, dass ein Sinti den deutschen Boxkampf repräsentierte, da er nicht dem arischen Bild entsprach. Jedoch protestierte das Publikum gegen das klar unberechtigte Unentschieden und so wurde Rukeli doch Meister. Nach 3 Tagen wurde ihm der Titel aber wieder abgenommen mit der Begründung von armseligem Verhaltens, da er vor Freude geweint hatte. 6 Wochen später ließ man Rukeli erneut antreten, diesmal gegen Gustav Eder, der als schwächer galt. Jedoch schränkte man Rukeli in seinem Kampfstil so stark ein, dass ein Sieg unmöglich war. Als Zeichen des Protests bemalte er sich weiß und blondierte sein Haar. Im Fuß-am-Fuß-Kampf ging er in der 5. Runde K.O., was seine Karriere beendete. 1929 schloss man ihn von den Olympischen Spielen aus. Im Juni 1942 wurde Trollmann zur Ostfront geschickt, nachdem er wegen dem Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde. An der Front wurde er verletzt und kam so nach Hause. Später verhaftete man ihn aber und er wurde in ein KZ gebracht. Dort boxte er wohl noch hobbymäßig, aber wurde nach Aussage eines anderen Insassen zu Tode geprügelt. So starb er im KZ. Johann Wilhelm Trollmann hatte insgesamt 62 Mal gekämpft, wobei er 19 Mal verlor, 30 Mal gewann und 13 Mal ein Unentschieden erzielte.